Ja. Tag, heute ist Montag und das ist auch der Grund, warum ich gute Laune habe, weil es ist Montag und ich liebe Montage. Das wissen wir alle. Ja, und zwar ist heute der, das weiß ich nicht, 16.05.2016. Und als erstes möchte ich mich mal bedanken bei allen, die so tapfer dabei bleiben, obwohl die letzten Vlogs wirklich oft nur so ein Status-Update waren. Das wird wieder besser. Spätestens wenn der Hund wieder da ist, wird wieder ein bisschen mehr passieren, weil dann müssen wir raus. Also durchhalten. Danke. So, es ist kalt draußen. Es ist richtig kalt draußen. Ich habe Fenster offen und ich habe die Tür offen gehabt, weil ich ein bisschen durchzug wollte. Ein bisschen Luftaustausch ist. Und es ist kalt. Ich glaube, es sind nicht mal zweistellige Temperaturbereiche. Kann ich das mal gucken? 9 Grad, siehst du? So viel dazu. Ich habe heute 12 Uhr Schicht, also habe ich auch gar nicht so viel Zeit. Ich wollte euch aber einen zeigen. Kann ich das jetzt? Ja, ein neues Tab aufmachen. Und YouTube. Und The Pluses heißen so. The Pluses. Komischer Name. Ich hab euch komischen Namen ausgesucht, aber gut. Ich muss mal hier. So, hier also. Rufen wir mal einen Kanal auf. The Pluses. Die Jungs machen einen Roadtrip und sind unterwegs. Guckt euch das an, coole Videos. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. Ja, so viel dazu. So. Ganz schön viel Gewackel und Geschwurbel heute, ne? Und ansonsten kann ich das Vlog an dieser Stelle eigentlich schon wieder beenden. Ich habe nicht meine Lebensweisheit heute. Jedenfalls nicht sofort parat. Was heißt denn mit meinem Gorilla-Pod schon wieder? Den habe ich letztes Mal. Wo war das? Rostock? Nein, Quatsch, hier auf der Seebrücke. Als ich mich mit Tobias getroffen habe, habe ich den um die Seebrücke rumgewickelt, damit das Kamera da fest draufsteht. Und. Ach, man kriegt die Glieder hier von dem Gorilla-Pod nie wieder so hin, dass sie gerade sind und man sie vernünftig halten kann. Ich muss eigentlich gleich zur Arbeit. Ich muss mir noch Socken anziehen. Habe ich doch. Ich habe diesen Backwäsche da schon wieder zu liegen. Ich wurde mal in den Kommentaren gefragt, was meine Tattoos bedeuten. Ich glaube, es ging um das Unzeichen eigentlich. Aber wir machen das jetzt anders und zwar stellen wir das nach und nach vor. Das war mein erstes. Weil wenn ich jetzt hier ein Video nur über meine Tattoos mache, ist ja auch wieder langweilig. Das hier war also mein erstes Tattoo. Das hier sind die Umrisse der Uckermark, dem Landkreis, wo ich herkomme. Das ist Templin, hier haben wir Prenzlau, Angermünde, hier ist Schwedt. Das sind also die 4 größten Städte der Uckermark. Und das hier, wo das Google Maps Symbol ist, ist mein Lieblingsplatz in der Uckermark. Und zwar im Garten von meinen Eltern auf der Brücke. Und das sind die Koordinaten davon. Also wer die Koordinaten jetzt in Google Maps eingibt oder dem Kartendienst seiner Wahl, der sieht, wo mein Lieblingsplatz in der Uckermark ist. Das war mein erstes Tattoo. Mann, dieser Gorilla-Pod, wackel. Ja, und das war mein erstes Tattoo. Und morgen dann das zweite. Wahrscheinlich. alles klar, also ich mache mich jetzt fertig, gehe zur Arbeit. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr müsst noch ein bisschen durchhalten, bevor es spannender wird wieder. Also vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Das ist ein bisschen.